Hallo und Salam, meine Lieben. Ich werde in Zukunft einige Rezepte online stellen, wie ihr Geschirrspültabs, Waschmaschinenmittel, Shampoo und ähnliches ersetzen könnt. Da das immer für viele so kompliziert klingt, möchte ich halt einfach für euch einen praktischen Baukasten zusammenstellen. Das heißt, ich erkläre euch einmal, welche Mittel ihr braucht und im Grunde genommen kommt ihr mit all diesen Mitteln, die ich euch heute vorstellen werde, durch alle Rezepte, die ich machen werde. Bei mir ist es zu Hause so, dass ich diese Inhaltsstoffe fürs gesamte Jahr kaufe. Das heißt, ich habe dann einen riesen Vorrat vorliegen und kann im Grunde genommen jedes meiner Rezepte, wie gesagt, das Geschirrspültab bis hin zum Waschmittel, bis hin zum Shampoo, Bodenreiniger, Glasreiniger, all das mache ich eigentlich aus diesen Mittelchen oder aus diesen Inhaltsstoffen. Nur die Kombination ist dann mal immer anders oder die Dosierung ist anders, aber im Grunde genommen baut es tatsächlich auf diesen Stoffen auf. Allerdings habe ich euch jetzt die 10 essentiellen für mich rausgesucht, mit denen ich auch super zurechtkomme. Also ich mache das jetzt ja schon einige Jahre und ich muss sagen, ich bin super zufrieden damit. Und deshalb werde ich euch erstmal nur diese 10 vorstellen. Genau, fangen wir mal mit Natron an. Das ist Natron. Das ist ein ganz feines Pulver. Wenn im englischen Sprachraum von Baking Soda geredet wird, meint man meistens kein Backpulver, sondern Natron. Tatsächlich kann man Natron sehr gut zum Kochen und Verzehren verwenden, also es ist sehr ungefährlich. Es ist Natriumhydrogencarbonat. Die Chemiker unter euch können das wahrscheinlich besser erklären als ich. Es ist sehr gut geeignet, um wirklich alle Haushaltsmittel damit herzustellen. Es löst halt Schmutz ab. Deshalb wird es zum Beispiel auch bei Zahnpasta auch oft verwendet, also selbstgemachter Zahnpasta, um halt den Dreck von den Zähnen zu lösen, den Schmutz abzulösen. Ja, für mich unverzichtbar. Das hier ist die Schwester von Natron, Waschsoda. Oder Soda einfach nur genannt. Es ist nicht zu verwechseln, chemisch gesehen nicht zu verwechseln mit Natron. Während Natron Natriumbicarbonat ist, ist das hier Natriumcarbonat. Waschsoda hat auch einen höheren pH-Wert und man sollte Waschsoda tatsächlich nicht verzehren. Dafür ist es aber umso kraftvoller in der Reinigung. Also bei mir ist es auf jeden Fall in meinem Bodenwaschmittel mit drin. Unser dritter Inhaltsstoff ist Sauerstoffbleiche. Das ist das hier. Sieht so ein bisschen aus wie Soda, nur dass die Bestandteile so ein bisschen kugeliger sind. Das ist auch ein Pulver und reine Sauerstoffbleiche, wie der Name schon sagt, ist sehr gut geeignet, um zu desinfizieren, um zu bleichen, um zu sterilisieren. Reine Sauerstoffbleiche wird auch Aktivsauerstoff genannt und im Grunde genommen besteht Sauerstoffbleiche auch aus nichts anderem als Soda, Wasser und Sauerstoff. Sauerstoffbleiche verwende ich tatsächlich bei der Desinfektion von Lappen und Küchengeräten, aber ich gebe es auch in mein Waschmittel mit rein für weiße Wäsche. Unser nächster Inhaltsstoff kommt auch aus der Natur. Es ist nämlich Speisestärke, egal ob Kartoffel- oder Maisstärke. Und ihr kennt es sicherlich aus der Küche als Verdickungsmittel oder als Klebstoff. Man kann auch tatsächlich einen Klebstoff damit herstellen, also vor allem für Kinder super geeignet. In Haushaltsmittelchen ist es vor allem dazu gut geeignet, Flecken tatsächlich zu binden und zu entfernen. Zum Beispiel Toilettengel macht es halt einfach dicker, dadurch bleibt es länger auf der Fläche, die ihr reinigen wollt. Außerdem eignet es sich gut zum Polieren oder zum Scheuern von Flächen. Da gibt es auch einige Rezepte dazu. Unser fünfter Inhaltsstoff ist Zitronensäure, eins meiner Lieblingsstoffe tatsächlich. Es ist nicht mehr so pulverig wie unsere anderen Inhaltsstoffe. Es ist eher kristallin, sieht aus wie Zucker oder wie Salz. Es riecht auch leicht nach Zitrone, muss ich sagen. Ihr könnt es auch probieren, es schmeckt auch nach Zitrone. Es wird in der Lebensmittelherstellung unter E330 auch bezeichnet und wird in die Desserts etc. eingesetzt. Man kann es also auch bedenkenlos verzehren, würde ich allerdings nur in Maßen machen, weil es ist echt schon sehr stark. Zitronensäure ist eine in der Natur auftretende Carbonsäure. Sie ist entkalkend und konservierend. Ihr könnt das sehr gut in eure Geschirrspültabs, also als Geschirrspülpulver einsetzen, aber auch viele andere Sachen, die in Zukunft folgen. Unser sechster Bestandteil ist Seife.
Seife gibt es in verschiedenen Formen, Farben und Arten. Es gibt ja einmal auch die Seife, die wir einfach aus dem Badezimmer kennen, die mit Duftstoffen versehen wird, die bunt farbig aussieht und schön schäumt und gut riecht. Und dann gibt es halt die Seife, die ich in der Hand habe. Die riecht zwar auch noch gut, aber das ist eine Kernseife. Die gibt es dann in zwei Varianten, mit pflanzlichen Fetten oder mit tierischen Fetten. Ich habe hier eine vegane mit pflanzlichen Fetten. Und die eignet sich natürlich super zur Reinigung. Egal was wir herstellen, sei es ein Waschpulver, Geschirrspülpulver oder ein Shampoo, da brauchen wir auf jeden Fall Seife. Fürs Shampoo, da sollte man eher eine Naturseife verwenden, die dann vielleicht ein bisschen mehr fettet und ein bisschen mehr pflegt. Diese könnt ihr raspeln. So sieht es dann aus, wenn ihr sie raspelt. Ich raspel immer so ein paar Seifen vor, wenn ich mal Zeit habe, damit ich, wenn ich dann meine Zutaten brauche, dass ich dann gleich geraspelte Seife zur Hand habe. Unser siebter Inhaltsstoff ist Essig. Essig gibt es auch in verschiedenen Varianten und verschiedenen Arten. Das hier ist eine Essigessenz. Die eignet sich sehr gut, wenn man sie mit Wasser anmischt, verdünnt zur Hausreinigung. Allerdings gibt es auch natürlich den Apfelessig. Es gibt unglaublich viele verschiedene Varianten von Essig. Den Apfelessig zum Beispiel benutze ich gerne für die Haare. Das hier, also die Essigessenz, die ist 25%ig. Und es gibt dann auch Essenzen, die sind nur 5%ig, 10%ig. Je nachdem muss man sie dann eben mit mehr oder mit weniger Wasser anmischen. Ich kaufe normalerweise aus Nachhaltigkeitsgründen immer einen großen Kanister voll Essig, so 5 Liter, 10 Liter und fülle mir dann immer was ab. Da mein Essig vor kurzem leer gegangen ist, musste ich leider auf eine kleine Flasche wieder zurückgreifen. Aber ich rate euch auch immer dazu, diese Inhaltsstoffe, die ich euch vorstelle, eigentlich immer in großen Mengen lieber zu kaufen und dann alles nach und nach aufzubrauchen. Unser achter Inhaltsstoff ist Alkohol oder Bioethanol, was auch immer. Habe ich aber nicht da. Also Alkohol desinfiziert, löst Fette auf und das sind Eigenschaften, die eignen sich super im Haushalt. Wenn man sich schon allein eine fettige Pfanne vorstellt oder den fettigen Backofen vorstellt oder den Herd, da eignet sich Alkohol super für, aber auch Essig übrigens. Welchen Alkohol solltet ihr kaufen? Also wenn ihr nicht gleich zu Wodka greifen wollt, könnt ihr auch Bioethanol kaufen. Bioethanol ist hautverträglich, ist umweltschonend und eignet sich sehr gut im Haushalt. Mein neunter Inhaltsstoff bzw. meine Empfehlung ist jetzt auch kein Muss für irgendwelche Rezepturen. Allerdings ist das für mich persönlich ein Must-Have und es macht einfach Spaß, damit die Rezepturen zu verfeinern. Und das sind ätherische Öle. Ätherische Öle gibt es in verschiedenen Varianten, verschiedene Gerüche. Sie kommen aus der Natur. Wahrscheinlich kennt ihr alle ätherische Öle. Sie werden auch bei der Therapie eingesetzt. Allerdings ist der primäre Zweck bei Hausmittelchen, wie zum Beispiel einem Bodenreiniger, natürlich der Geruch. Und so würde ich auch mein ätherisches Öl an eurer Stelle auswählen. Also es gibt halt Gerüche wie zum Beispiel Lemongrass oder Lavendel. Ich benutze sehr gerne Lavendel für einen Bodenwischer. Es riecht einfach gigantisch. Die ganze Wohnung riecht danach super nach Lavendel und super sauber. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Bergamotte oder Orange oder Zitrone, irgendwas in euren Trockner geben, während eure Wäsche vielleicht trocknet, dann riecht die ganze Wäsche danach und da reichen wirklich nur so 10 Tröpfchen. Macht sehr viel Spaß, mit ätherischen Ölen zu arbeiten und wenn ihr noch dazu sie sowieso für Aromatherapien oder für eure Gesundheit benutzt, umso besser, dann habt ihr sie ja sowieso zu Hause. Mein zehnter und letzter Bestandteil ist Wasser. Man muss halt einfach bedenken, dass wenn man halt irgendwo Dreck abschrubbt, dass es mit irgendwas aufgenommen und beseitigt werden muss. Und abgesehen vom Lappen ist es halt einfach Wasser. Und in viele der Rezepturen, um überhaupt Seife zu lösen und, müsst ihr einfach Wasser verwenden. Deshalb kommt es vielleicht auch manchmal sehr stark auch auf eure Wasserstärke und Wasserqualität an. Ich finde das so wichtig, das hier aufzuzählen, weil viele Leute ein ganz teures Waschmittel oder Putzmittel kaufen, was aus 80% Wasser besteht und 20% Chemikalien. Und ich rate halt jedem dazu, auch sich bewusst zu sein, dass Wasser etwas Reinigendes und Säuberndes hat. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch jetzt auf die Rezepte. Bis dann.